Hallo Leute, Weihnachten in War Thunder ist da und somit auch neue Fahrzeuge, beziehungsweise neue Fahrzeuge, die man sich erspielen kann als Eventfahrzeuge, denke ich mal. Nämlich da J 9 Early, einen Velcos oder eine Mirage oder eine USS Mississippi. Ich muss sagen, für mich ist da nichts dabei, also ich werde mir nicht die Arbeit machen dafür, aber ja, kann schon cool sein. So, was ist das? Ich glaube, Liton. Gut. Liton, ja. Ein litauisches Fahrzeug. Schaut cool aus. Litauisch? Na egal. Schaut cool aus, das Ding. Ja, kann man vielleicht, kann man ja spielen. Zwar nichts für mich, weil es überhaupt High-Tier ist. Wenn es Low-Tier wäre, hätte ich sofort ergrindet, bin ich ehrlich. Aber ja, in High-Tier brauche ich nicht so wirklich noch ein Fahrzeug. Aber ja. Und was jetzt auch noch neu dabei ist, sind wieder Kisten. Nicht die Kiste, die kostet ein bisschen viel. Garantierter Preis. Wie viel ist 1000 Golden Eagles? 6 Euro. Nur was ist da dabei? Garantierter. Ja, okay, wow. Zusätzlich garantiert und Zufallspreis. Talisman, Talisman. Random Vehicle. Okay, das wär nicht mal schlecht, aber. Das kann man sogar immer bekommen, glaube ich, weil das ist, das ist garantiert und das ist zusätzlich. Keine Ahnung, das kriegt man wahrscheinlich nur mit einer Wahrscheinlichkeit, also nicht so cool. Na egal. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt noch schnell eine Kiste, bevor das Video jetzt komplett startet. Also wir spielen heute auch mit dem ARL 44 ATL-1. Ja, ein französischer Panzer, der eigentlich nie gebaut wurde, nur als Prototyp, aber soll mir recht sein, ich liebe es immer, wenn War Thunder trotzdem Prototyp-Panzer reinpackt, obwohl sie eigentlich dagegen sind. Anscheinend zählt er nicht runter unter der ganzen, soll ich sagen, Doktrin, die da fahren, aber egal. Verbrauchen wir mal den. Und was bekommen wir? Okay, das wäre eh nur ein Tarnerstrich, dann nehme ich sogar lieber den Gutschein, bin ich ehrlich. Ja, komm, eine Kiste machen wir noch auf. Eine machen wir noch auf. Alter, jetzt fängt schon an. Jetzt fängt schon an, wie bei den CSGO-Kisten. Nur, dass die wirklich Geld kosten. Eine machen wir noch auf. Eine einzige. Dann lasse ich's. Weil die Kisten, glaubt mir, man bekommt fast nie einen Gewinn, einen guten drinnen. Man kann eigentlich nur damit verlieren. Ja, okay, 25.000. Immerhin wieder ein bisschen was zurückbekommen. Oder? Ich glaube schon. Weiß gerade nicht, wie viel kosten. Egal. Ich würde sagen, wir starten uns einfach mal rein und sehen uns in der Runde. Überquerung des Rheins. Ja, endlich mal eine sympathische Karte für mich, finde ich. Und wie man sieht, das Ding ist für das, dass es eigentlich so riesig und klobig ist und alles. Ja, viel unnötiger Raum eigentlich da unten überhaupt. Eigentlich ziemlich mobil. Also, wie viel wiegen wir eigentlich? 47 Tonnen, das ist nicht wenig. Fast 50 Tonnen. Ich meine, ja, für die Größe von dem Ding kein Wunder. Aber wir sind recht mobil. Immerhin was. Das Problem, was wir aber haben werden, ist eher unsere Panzerung. Denn die ist von vorne nicht vorhanden. Denn die Platte da, seht ihr ja. Die schaut zwar stark aus. Hätte ich auch gedacht. Die ist furchteinflößend, finde ich. Doch, das sind irgendwie nur so 80 mm oder so. Effektiv. Das heißt, ich wollte eigentlich da drin bleiben. Na egal. Das heißt, wenn wir Glück haben, ist der Gegner überfordert und glaubt, er muss uns in den Turm schießen oder so, weil dort haben wir dann schon, glaube ich, ein bisschen mehr Panzerung. Oder, ja, komischere Panzerung. Aber unten nicht. Das ist ein Problem eigentlich. Da drüben ist was. Kann ich den irgendwie sehen? Da so? Ja, da hinten. Ein M4 und noch irgendwas. Mann. Na egal. Egal. Okay, der wurde gekillt. Ich finde Panzer war eigentlich ziemlich lustig zu spielen. Muss ich schon sagen. Also, er ist zwar nicht irgendwie OP oder so, das gar nicht. Er ist nicht wirklich gut, muss man sogar sagen, weil wir haben auch nur 125 mm Durchschlag. Obwohl, bei 3.7, was will man mehr, denke ich mir aber auch. Ich meine, Panzer 4 ist auch auf unserem BR, oder? Ich glaube schon. Ich denke, auf unserem Battle Rating. Und der ist halt auch ungefähr so viel, glaube ich. Das ist der Sherman, oder? Ja, das ist der Sherman.
Und noch ein großes Problem, wir sind die Franzosen, das heißt, wir kennen keinen Sprengstoff. Zumindest nicht gemischten mit normaler Granate. Also wir haben nur AP. Standard Drecks-AP, muss man sagen. Komm. Ja, okay, genau das, ja. Das fasst gerade AP ziemlich gut zusammen, der Schuss. Der fasst AP 100% zusammen. Ich mach mal bisschen einen auf Halsbrecherisch und fahre einfach mal durch, glaube ich. Ich meine, ich habe einen Gutschein mitgenommen. Eben den, den wir gezogen haben. Habe ich da gerade was gesehen? Nee. Nicht. Da haben wir was. Irgendwas Kleines. Ein M22 oder ein Locust. Nee, ein Jagdpanzer 4. Ich glaube, das hat noch mehr ausgesehen. Hm. Ist der da noch oder? Oder eher nee. Doch. Das Ding ist halt. Fahr, komm. Wenn er einfach geradeaus fährt, kann ich ihn voll von der Seite wegmachen. Ich will eigentlich nicht länger da stehen, bin ich ehrlich. Aber ich habe halt keine Ahnung, was macht der Typ? Was tut der? Was zielt der Typ? Ich höre noch einen Gegner. Gut, den haben wir. Sehr gut. Da hat AP eigentlich ziemlich viel geleistet gerade. Ziemlich guten Job gemacht. Gut. Ich höre wen. Ich spiele ein bisschen vorsichtiger als sonst. Denn ich will ja immerhin ein paar Kills zusammenbringen, oder? Oh, Alter, die nehmen uns auseinander. Oh, gut. Da ist er. Na, da ist er ja. Da vorne haben wir auch noch was. Ja, Nachladetechnik. Oh. Kacke. Ich lade HE. Wir haben zwar nicht viel Sprengstoff in der HE drin. Boah, Alter, hast du mich erschrocken. Ich hätte gedacht, das wäre ein Gegner. Wie habe ich das überlebt? Wie? Gut, den haben wir. Wow. Ich gehe schon. Chill. Ja, wir sind halt auch wirklich ein großes Ziel, muss man schon sagen. Ja, du auch. Du auch, aber du hast eine größere Kanone. Alter. Ah, der wurde auch gekillt von was? Von einem anderen Panzer 4. Ich denke mal von vorne, wenn dann. Ich glaube nicht von der Seite oder so. Anscheinend doch von der Seite. Ja, irgendwo. Da war ein Panzer 4. Wo ist der Typ? Wo? Irgendwo da hinten. Aber wir sind halt auch wirklich ein Magnet für Flugzeuge mit dem Ding. Weil wir so riesig sind. Man sieht uns schon von Meilen mit dem Ding. Da. Ah, oh, gut. Ich hab gerade ein Hetz. Ja, Panzer 38T, ich weiß. Hetz hat man ja nie gesagt. Aber es geht halt leicht über die Zunge, finde ich. Oh. Wie leben wir noch? Okay, ich sollte mich verpieseln. Aua. Ich lebe immer noch. Der Typ ist da. Da. Ja, klar. Ja. Kein Durchschlag, natürlich. Ja, kann ich voll verstehen. Boah. Warum? Der Typ hat, wie viel hat der oben? 80, 60 Millimeter? Hatte ich noch AE? Hatte ich noch AE geladen?
Nee, kann nicht sein, oder? Nee, ich habe ja davor wen gekillt damit. Mit AP. Blödsinn, nee. Das sollte ich jetzt nicht auf mich schieben. Da waren wieder die glitschigen Arme Warfans aus dem Spiel. Die glibberigen. Die Fänge der Schnecke. Sehen wir noch was? Oder wen haben wir eigentlich im Gegnerteam? Naja. Bäh. Nicht so der Fan davon. Wäre ich was? Ja, neben mir die CS, oder? Ich glaube schon. Alter, bitte macht euren Job. Macht doch euer. Ihr habt einen Job. Einen einzigen. Flugzeuge killen. Wisst ihr, es gibt zwei Typen von Flak-Spielern, finde ich. Die einfach gar nicht Flugzeuge beachten, aber überhaupt nicht. Und die irgendwie schon so von 10 Kilometern aus versuchen, das Flugzeug abzuschießen, komplett die ganze Zeit nicht treffen und dann dabei draufgehen irgendwann. Ist das ein Gegner? Nö. Nope. Keiner. Aber da. Ja, Ladeschütze, Alter. Ich hasse AP manchmal. Ladeschütze, klar. Sicher. Ein 75mm Bolzen, der da einfach durchgeht. Klar, Ladeschütze, natürlich. Eindeutig. Komm, K1, mach den Ding. Schaut er mich an? Keine Ahnung, aber ich will es nicht riskieren. Doch, er hat mich angesehen. Ja, ich verstehe schon. Der Premium Panzer 4. Puma. Gefährlich. Nicht mehr. Schön, die Moon auch noch. Die Moon. Sailor Moon. Sagen, habe ich. Ist Sailor Moon überhaupt ein Spiel? Nee, ist eine Serie, oder? Eine Serie. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich in Anime gar nicht aus. Also wenig, ich habe Dragon Ball früher gesehen. Das war es aber auch, so wirklich. Mehr, ja. Weiß nicht, kann man Pokémon unter einem Anime zählen? Weiß ich nicht. Ist das nicht wieder was anderes? Weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich halt auch gesehen. Will ich da pushen? Will ich das wirklich? Na, muss ich. Wie siehst du mich nicht? Ja, das ist ja dumm. Okay. Ich sehe nichts. Gut. Ein Problem weniger. Ja, und mein voriges Video, falls das jemand schon gesehen hat. Okay, gut. Und eben sich gewundert hat, wo der Ton ist. Ich weiß es auch nicht. Ja, mein Schneideprogramm hat sich anscheinend so gedacht, weil ich schneide halt immer so, ihr wisst schon, einfach nur die Teile zusammen von den Runden immer, wo man so einen Übergang sieht. Und anscheinend hat sich mein Aufnahmeprogramm so gedacht, ja, einen Ton brauchst du doch nicht. Nee. Warum? Warum bräuchte man den? Ja, und jetzt habe ich das nochmal neu schneiden müssen. Egal, bla bla bla, pipapo. Bin erst später drauf gekommen, weil ich habe halt immer die gleichen Einstellungen verwendet. Und habe mir halt so gedacht, ja, das passt ja eh. Oder? Das passt ja eh. Hat ja schon immer funktioniert. Never change a running system, aber... Ja. Wurde anscheinend eines anderen belehrt. Also, großer Dank. Geht raus. An mein Schneideprogramm. Nee, ist aber gar nicht kacke. Ich benutze Shotcut. Ist zwar ein bisschen eingeschränkt von den Möglichkeiten natürlich, aber für das, was ich schneide, reicht es vollkommen aus. Was? Bitte? Stirben? Danke.
glaube, da ist jetzt wieder was, oder? Nö. Alter. Ah, schade. Flugzeug zerstört. Aha. Okay. Habe ich irgendwie so, keine Ahnung, Dornen geskillt oder so? Den Panzer beim Enchantment Table mit Dornen versehen? Ich höre da was. Ich höre da was. Aber ist doch was oder bilde ich mir das wieder nur ein? Bildet sich das mein Stirnlappen-Basilisk-Gehirn nur ein? Nee, es bildet sich nicht ein. Du tust mir echt leid. Jetzt tust du mir echt nicht mehr leid. Du sollst... Irgendwie solltest du nicht tot sein. Au! Junge, fetzt die APDS rein. Naja, aber da sieht man wieder... am besten ist es, wenn man wirklich keine Panzerung hat. No Armor ist Best Armor. Weil das hat ja gar keinen Schaden gemacht, gerade mit AP. Und den Wüsten-Tanner-Strich noch bekommen. Nice. Ja, aber ich würde sagen, das war die Runde mit dem ARL-44. Ein lustiges Ding, sehr klobig halt. Mehr furchteinflößender, finde ich, als er überhaupt ist. Denn ich finde schon, wenn man den sieht, der ist riesig. Große Platte da, die stark aussieht. Und der Turm ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, muss man schon sagen. Der könnte bisschen Trolley sein, da sieht mit schon... Seht ihr, oder? Da ein bisschen überlappend und bla bla bla. Ja, kann schon was aushalten, die Seite nicht oben 20 mm geht. Aber ja, macht trotzdem Bock. Macht trotzdem Bock und das bleibt einem anderes übrig im französischen Tree, außer den zu spielen, denn mehr gibt's nicht. Also, wenn man ja sieht, 3.7, ich habe jetzt gerade ein paar 3.7er drin. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's halt nicht. 2. Und den. 4. 4, die ungefähr dabei sind. Und der wäre schon drüber. Naja. Jo. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich vielleicht wissen. Mit einem Abo, einem Kommentar, einem Like, irgendwas. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ihr könnt mir immer gerne die Kommentare schreiben, was ich als nächstes spielen soll. Weiß nicht, eine Challenge. Eine Munitionstyp, einen bestimmten Panzer, was auch immer. Irgendwas. Ja, oder wenn es irgendwo ein gratis Spiel gibt oder so. Wo ihr findet, ja, geil, ist richtig cool. Probier's mal oder so, nehme ich auch gerne. Ja, und habt noch einen wundervollen und sehr erfolgreichen Tag. Und reingehauen.